Und kurz darauf hat es geregnet und da war Blut. Was zur Hölle? Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Indie-Game. Ich bin Delicomfus Brain oder F1 Yannick und wir spielen heute It's Cold Out Here. Don't worry, Oliver, I will try to fix it. Oliver ist anscheinend sein kleiner Teddybär und wir sind dieser kleine Dude hier, der hier rumsteht. Wir können uns auch bewegen. Finde ich sehr cool. Und das Spiel habe ich auf Game Jolt gefunden. Und ich dachte, ich spiele das mal, weil es ist ein recht kurzes Spiel über ein Kind und das in einer Stadt rumläuft, voller Melancholie quasi. Und ich dachte, das passt sehr gut zu meinem Channel und zu uns. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze doch einfach mal an. So, das ist anscheinend unsere kleine Hütte. Die Musik im Hintergrund ist schon mal sehr schön. Moment, ich kann die noch mal ein bisschen lauter machen. Ja, Musik ist meiner Meinung nach immer noch einer der größten Bestandteile, wie ein Spiel denn angenommen wird. The Pub. Okay, das ist also was ist unsere? Die kleine Kneipe. Wie klein sind wir eigentlich? Man merkt auf jeden Fall, dass wir ein kleines Kind sind. Mit wem reden können wir hier nicht, okay? Gehen wir einfach mal weiter. Wen haben wir denn da? Der scheint betrunken zu sein. Und wir sind einfach in seinem Zuhause. Okay. What? Okay, wir haben gerade ein Rohr eingesammelt, was wir wahrscheinlich benötigen. Und kurz darauf hat es geregnet und da war Blut. Was zur Hölle? What? Aber einer ist immer noch tot. Was passiert denn hier? Da oben war auch die Shotgun, die war wahrscheinlich gerade weg, wenn ihr drauf geachtet habt. Okay. Oh, was ist denn mit ihm? Er wurde rausgesetzt. Mit ihm reden können wir immer noch nicht, ne? Nee. Da oben fehlt uns ja immer noch das Rohr. Können wir denn da oben irgendwie hin? Nee. Glaube ich, wir müssen uns hier noch ein wenig mehr umschauen. Waren wir hier überhaupt schon mal? Seht ihr, hier waren wir noch gar nicht drin. Seagulls. Oh, hey. Über den Wolken. Da. Ach, er ist seinem Traum nachgegangen. War das dann der Traum von dem anderen, die Bewohner umzubringen? Hat er deswegen getrunken, um sich zu beruhigen? Das Spiel ist super melancholisch und super traurig. Also wir sehen irgendwie die Träume der Menschen und wie sie sie nicht erfüllen können. Zum Beispiel er sitzt jetzt auf der Straße und kann nicht mehr hier in der Jazz Night spielen. Man sieht zum Beispiel da noch Blutspritzer. Hier sieht man noch oben, dass da irgendwas rot durchgestrichen ist. Eventuell, dass er nicht mehr spielen darf, dass der Act von ihm gestrichen ist. Alles möglich. So, wir haben jetzt zwei Rohre, die wir anbringen können. Ah ne, eins brauchen wir noch. Das eine wurde schon angebracht direkt. Okay. Also ein Rohr müssen wir jetzt noch irgendwo hier finden in den Weiten. Oh, hier ist noch wer Neues. Ein Fischer. Er braucht Fische. Okay. Können wir vielleicht auf den Markt gehen und oder irgendwo hier, um ihm Fische zu holen? Was ist das denn? Was ist denn hier in der Ecke? Das ist wahrscheinlich nur ein Gemälde. Er hatte eine Geburtstagsparty. Oder hat sich die eben immer gewünscht? Guck mal, wie süß das aussieht, wie wir den Partyhut aufhaben. Er hat da auf Sachen geschossen. Muss der uns etwa hier anschießen? Nee. Oh, wir dürfen zielen. Das ist ja cool. Eins. Zwei. Drei. Oliver, unser Teddy.
Alles sehr, sehr strange. Er sitzt jetzt hier draußen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Kommentare. Also bitte schreibt mir einen Kommentar, gerne auch etwas länger, was ihr über dieses Spiel denkt und was ihr davon haltet. Ach, er hat welche im Bart und die können wir ihm ja rausschneiden. Darum ging es ihm, dass er Fische im Bart hat. Nein! Nein, tu das nicht! Wir sind im Wasser. Und tauchen. Nein! Ich will eigentlich sterben. Jetzt sind wir im Reich der Toten, wie es aussieht. Er spielt Gitarre. Da ist ein Raum verschlossen und hier ist ein Gemälde. Waren das vielleicht seine Vorstellungen? Wir haben jetzt aber alle drei Rohre, also haben wir das erreicht, was wir wollten. Denke ich. That's much better. It's cold out here. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Wirklich. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Game by, ich kann mal einmal kurz das euch so zeigen. Game by Shelof. Das Game ist, wie gesagt, bei Game Jolt zu erhalten. Und, wenn ihr es auch spielen wollt, der Link dazu ist in der Beschreibung. Wenn ihr euch genaue Details nochmal in ganzer Fassung ansehen wollt, könnt ihr euch das gerne da mal ansehen. Ich fand das Spiel sehr, sehr schön. Es hat ein bisschen abstrakt aufgezeigt, wie viel Melancholie eigentlich an einem Tag alles zu sehen ist. Aber es wurde gut eingefangen, da wir ein Kind gespielt haben und Kinder sowas oft nicht direkt bemerken. Kinder wandeln beinahe ein bisschen mit Scheuklappen durch die Welt. Sie sehen vieles nicht, was eigentlich offensichtlich ist und was wir als ältere Menschen schon direkt merken würden. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Spiel gewesen. Wirklich, ich fand es sehr, 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 sehr schön. Auch für seine Kürze war es unfassbar schön und Storytelling war auch vorhanden. Ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Story. Schreib doch mal in die Kommentare, was du von dem Spiel hältst und was du denkst, worum es hier genau geht. Es würde mich sehr freuen, deinen Kommentar zu lesen. Ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann, euer Brain. Euch noch einen traumhaften Tag. Tüdelü mit Ü. Prrr.